Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind heute mit der Baureihe 252 unterwegs und haben einen kleinen Lokzug hinter uns, nämlich die Baureihe 151. Und die bringen wir nach Mukran und da werden sie halt dann leider verschrottet. Ja. Also solche Fahrten gibt es, nicht die schönste, aber ich dachte, wir machen das trotzdem. Ist doch ein bisschen ein Highlight, denn müsst ihr euch mal geben, wie lang dieser Zug ist und wie schwer eigentlich. Ja, die Strecke selber ist halt auf der Inselbahn, das ist die überarbeitete Version und die hat ein paar echt schöne Details drin, ist schön zum Fahren. Bin ich jetzt schon lange nicht mehr unterwegs gewesen und ich würde sagen, wir gehen in die Lok rein und dann schauen wir mal, dass wir hier bald das Abfahrtssignal bekommen und dann geht's auch schon los, aber nicht sehr wahnsinnig schnell. Und ja, die Lok, ich muss da ganz schön arbeiten, um hier die ganzen 151er wegzubringen vom Platz. Und da gab es mal für euch einen kleinen Schnitt. Jetzt haben wir doch knapp 4 Minuten hier gewartet und jetzt sollte gleich jeden Moment das Signal hier auf grün gehen, dass wir jetzt hier endlich mal loskommen können. Das war nämlich gerade noch der Intercity, der jetzt hier noch vorbeigefahren ist. Yes! Und es ist soweit. Cool, dann bremsen lösen und dann geht's auch schon los. Und die 252er, die ist echt angenehm zum Fahren. Hat nämlich einen Tempomaten drin. Sehr praktisch. Und dann gehen wir mal hier die Leistung. Coole Sache. Dann einmal komplett hier auf die linke Seite rein. Nice. Ah ja, und ich mache das Video jetzt mal mit V7-Face mal wieder. Ich denke mal, das gibt noch ein bisschen einen persönlichen Touch rein. Ich hoffe, mein Avatar macht nicht irgendwelche komischen Sachen, während ich nicht hingucke. Also die ganzen Expressions hat er noch nicht alle drin, also manchmal macht er noch komische Dinge, aber wird schon besser werden. Ah, sieht schon irgendwie geil aus mit den ganzen Loks da hinten dran. Ah, am liebsten würde ich da gerade eine retten davon. Gerade den Garten reinstellen oder so. Am besten mal rumfahren. Wenn es halt einfach extrem viel Geld kosten würde. Ja, und wie immer während der Fahrt gibt es dann noch historische Fakten zu beiden Loks. Oder ja, also 51 und 252. Oder ja, 51 gehört es. Jo. Die Strecke ist so cool gemacht, also gerade mit der Vegetation und den Details, hammergeil. Okay, da dürfen wir jetzt dann gerade mal 80 fahren. Was sehe ich denn da? Nice. Steht das da wirklich noch? Das ist immer recht großer Lokschuppen. Schade, dass man den nicht wieder aufgearbeitet hat. Also, ich glaube, da braucht es jetzt nicht so viel, außer dass man halt hier die Bäume wegmachen müsste, aber... Ah, schön. Was ist eigentlich der größte Lokschuppen in Deutschland mit einer Drehscheibe? Ist das der in Freilassing? Gute Frage. Wenn jemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Da haben wir auch noch einen Zeitzeugen. Sieht aber noch in gutem Zustand aus, wer weiß, vielleicht müssen wir als Mannschaftswagen oder so her. Mit der Uraltlackierung. So, ich habe da mal für euch ein paar technische Daten bzw. Fakten zu der Baureihe 252. Also ab 92 ist übrigens die 156 gewesen und das war quasi die letzte Neuentwicklung für das ELO, für die Deutsche Bahn und war eigentlich als Ergänzung zu der Baureihe 250 vorgesehen. Die werden wir dann später übrigens noch sehen, aber leider abgestellt. Und ebenfalls wäre eine Variante für die Baureihe 251 auf der Rübelandbahn vorgesehen, sowie dann
Auch Varianten für den Transitverkehr mit 160 km/h. Die erste Bestellung von 70 Lokomotiven ist storniert worden, weil man die Loks de facto nicht mehr gebraucht hat, weil der Güterverkehr aufgrund einfach so gering war, dass da kein Bedarf war. Ursprünglich, 1995, war die Beschaffung von 350 Exemplaren von dem Typ geplant. Gebaut sind dann aber leider nur vier worden und eine davon fahren wir jetzt heute. Und es ist eigentlich, komme ich jetzt gerade bei Zufall drauf, irgendwie so meine Geburtslokomotive, denn Baubeginn 1991, das ist auch mein Geburtsjahr. Ausmusterung bei der Deutschen Bahn ist 2002 gewesen und dann bei der MEG, da wo wir jetzt gerade unterwegs sind, zwischen 2020 und 2021. Ich sehe gerade, die 252004 ist am 10. März 1991 vor der 243401 mit einem Messwagen nach Leipzig überführt worden und da zum ersten Mal in der Leipziger Messe der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Weitere Präsentation erfolgt kurze Zeit später auch im Rahmen der Ausstellung in Berlin-Wannsee und am 5. Juli 1991 befand sich die 252.01 Präsentation in Bibi Wustermark. Oh, ein paar Tage dann vor meinem Geburtstag. Besser gesagt, Geburt. Ja, das ist noch interessant. Habt ihr noch einen eigenen Abschnitt für die Nichtbeschaffung? Bei der Deutschen Bundesbahn hatte man zu dieser Zeit mit 320 bereits Erfahrung gemacht, mit in Serie gebauten Drehstromlokomotiven, die als deutlich wirtschaftlicher gelten und deren bürstenlose Fahrmotoren deutlich Unterhaltungsvorteile bieten, gewinnen zu können. Demgegenüber war die Maschine der Baureihe 156 noch konventionelle Einphasenlokomotiven mit Reihenschlussmotoren. Insofern bestand nach der deutschen Wiedervereinigung wenig Interesse an komplett neu entwickelten Wechselstromlokomotive. Und durch die Wiedervereinigung Deutschlands wurden die Pläne zur Ertüchtigung der herkömmlichen Eisenbahnstrecke Berlin-Hannover zugunsten des Neubaus einer Hochgeschwindigkeitsstrecke für Geschwindigkeiten über 200 km/h verworfen. Die Beschaffung einer Variante der Baureihe 252 mit 160 km/h für den Verkehr von Berlin-Hannover war somit obsolet geworden. Die neu gegründete Deutsche Bahn musste nun die Vor- und Nachteile zur Serienfertigung der anstehenden Baureihen 112 und 156 abwägen. Die DB wollte keine sechsachsigen Lokomotiven mehr beschaffen, da diese einen deutlichen Mehrwert der Herstellung und Wartung gegenüber der mittlerweile favorisierten vierachsigen Maschinen nach sich ziehen. Des Weiteren war durch den nach der Wende stark rückläufigen Güterverkehr kein Bedarf für reine schwere Güterzugloks mehr vorhanden. Für die Bestellung von der Baureihe 112 sprach dagegen, dass es sich um eine bereits von der DR fertig entwickelte, nur noch nicht in Serie bestellte Reisezuglokomotive handelte. Da ein erhöhter Bedarf von Reisezuglokomotiven mit 160 km/h Höchstgeschwindigkeit bestand, fiel die Entscheidung zum Serienbau zugunsten der Baureihe 112. Die vier bereits gefertigten Maschinen der Baureihe 156 sind damit als Einzelstücke und waren dann so im Güterverkehr noch unterwegs. So, dann kommen wir mal zu der Baureihe 151. Von der wurden genau 170 Stück gebaut und zwar zwischen 1972 und 1978 und hat eine Dienstmasse von 118 Tonnen. Das kann sich mal vorstellen oder ausrechnen, wenn man sagt, wie schwer unser Zug hier ist. Höchstgeschwindigkeit sind 120 Stundenkilometer und sind nach wie vor im Einsatz, aber weniger bei der DB, sondern mehr bei Privatbahnen. Die Baureihe 151 ist der direkte Nachfolgelok von der Baureihe 150, die bis 1973 gebaut worden ist. Prinzipiell sind die Lokomotiven der Baureihe 151 auch für den Reisezugdienst geeignet und wurden auch früher planmäßig bei Rampen, zum Beispiel bei der Bahnstrecke Hochstadt, Marktsäulen, Probstzeller oder bei mangelndem Personenzug rund um Stuttgart oder auf der Ruhr-Sieg-Strecke eingesetzt.
Heute geht es aber nicht mehr aufgrund der fehlenden Typlockierung TB0. 20 Lokomotiven wurden ab 1976 mit dem automatischen Mittelpufferkupplung Bauart Unikuppler ausgerüstet zur Beförderung von schweren Erzzügen in der Doppeltraktion von den Nordseehäfen zu den Stahlwerken Peine-Salzgitter und in Saarland. Die Umrüstung ist notwendig gewesen, da die Gesamtzugmasse der Erzzüge mit 4000 Tonnen und später 6000 Tonnen so groß wie die normale verwendete Schraubenkupplung gewesen ist. Sorry, ich muss mal ganz kurz husten. 1994 ging die ganzen Maschinen in den Bestand der Deutschen Bahn und wurden an diversen Geschäftsbereichen zugeordnet. Später waren die Maschinen bei DB Cargo Deutschland angesiedelt und sind dann eigentlich deutschlandweit im Einsatz gewesen. Die Maschinen sind auch auf dem Netz der österreichischen Bundesbahn zugelassen und werden im grenzüberschreitenden Güterverkehr eingesetzt. Oh, das wusste ich gar nicht. Laufleistung betrug bis zu 1750 Kilometer täglich. Im Schnitt waren es 800 Kilometer bis 900 Kilometer. Und das Verdrängen durch modernere Lokomotiven sinkt dann aber die Leistung. Und seit 2003 werden die 151 als Schiebelokomotiven auf deutschen Steilstrecken eingesetzt. Bei Revisionsablauf oder größeren Schäden werden die Maschinen mittlerweile kontinuierlich abgestellt oder verschrottet. Und die 151, 121 ist von AK-Kupplungen auf Schraubenkupplungen wieder zurückgebaut worden und steht momentan nicht betriebsfähig im DB-Museum Koblenz. Ja, und wenn ich mal so die Liste anschaue, was bei Privaten jetzt noch im Einsatz ist, das wäre SRI, RBH, Hector, Sarail und Co. sind noch sehr viele betriebsfähig. Dürfte aber dann vermutlich in der Zukunft retour gehen, wenn dann halt hier Schäden sind. Oh, und weil ich jetzt gerade sehe, doch, grenzüberschreitend haben sie doch schon gesehen. Und zwar von Locomotion in der weißen Tigerlackierung in Kufstein. Da stehen die immer wieder. Ich werde mal an der Stelle mal kurz ein Foto einblenden von Wikipedia. Jetzt weiß ich, warum mir das so bekannt vorkommt. Ah, cool, cool, cool Sache. Und auf dem Foto ist es die 151, 074, 2 und 056, 9. Ach so. Ich finde die Lackierung eigentlich noch gar nicht so schlecht. Locomotion hat da nur wie viel? Mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4. 4 Loks hat die Locomotion. Und alle betriebsfähig noch. Hoffentlich bleibt es noch ein bisschen länger so. Zu dem Zeitpunkt ja vor dem Video sind ja noch zwei weitere Add-ons für den TS Classic rausgekommen. Und zwar ist es ja einerseits der CityJet, der zu der Desiro ML-Familie gehört. Und dann ist ja noch von, wie haben die geheißen, Smokebooks, die Union Pacific, der Challenger rausgekommen. Und zwar in der Pro-Edition. Die Challenger, die gibt es ja schon länger. Ich glaube, das ist sogar einer der ältesten Loks für den TS Classic. Aber jetzt kommt es nochmal in einer neuen Fassung raus oder ist neu rausgekommen. Und ich habe sie mir auch mal ganz kurz angeschaut. Also das Modell ist ziemlich geil, sound super nice und hat einen sehr interessanten KI-Feuermann mit dabei, ein bisschen Heizer. Und die Lok kann theoretisch komplett von alleine fahren. Also da hat es wieder die Funktion, wo du sagst, okay, du willst jetzt eigentlich nur die Lok mal angucken, wie sie fährt und wie sie so ist. Und dann drückst du und dann fährt die einfach für sich von ganz allein, macht alles selber. Und sie werben damit, dass so gut wie alle Controls im Führerstand nutzbar sind und auch nutzen solltest, damit die Lok sauber fährt. Und ja, ich habe es nicht geschafft, sie sauber zu fahren am Anfang. Ich glaube, da muss ich mir noch ein paar Tutorials angucken zu der Dampflok. Die ist massiv und schwierig zum Einstellen. Nicht zu vergleichen mit den englischen Portos. Ja. Ja, mit der Class 156 will ich auch nochmal fahren in England. Und zwar auf der Strecke von Armstrong Powerhouse, da. Ach, wie hat die Strecke jetzt noch geheißen? Ich werde mal nachschauen. Armstrong Powerhouse.
Beispiel während der Fahrt. Das ist im Klima super. Strecken. Ja, genau. Die Very Lines, Norwich and Great Yarmouth to Lowestoft. Garantiert falsch ausgesprochen. Gibt es jetzt in der Fassung 2.0. Die müssen wir noch runterziehen. Aber das ist so cool detailliert von ihnen, die Strecke. Und vor allem auch die Semaphore-Signale, wie sie so nachschwanken und so. Das haben sie sogar im Trailer mit drin. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich zeige euch mal den Trailer von der Strecke. Und sicherlich einer der nächsten Videos, wenn wir dann auf der Strecke mal unterwegs sein. Also, Trailer ab. So, das war mal der Trailer. Ich habe den aber für euch mal ein bisschen gekürzt, weil es ein bisschen lang in der Originalfassung. Aber wir werden dann die Strecke eh sehen, wenn wir dann auf der dann unterwegs sind. Ich habe noch ein paar Fakten zu dem Fährhafen, zu dem wir hin sind. Der war ja damals ein recht großer oder nach wie vor ein großer Güterfährhafen. Und es ist der einzige in Mitteleuropa, der auch die russische Breitspur hat. Denn es gab da halt auch sehr viel Güterverkehr nach Russland. Güterverkehr ist aber stark zurückgehend. In den 2000er Jahren waren es noch zwischen 60.000 und 70.000 Wagen im Jahr. Und im Jahr 2015 waren es dann nur noch 1.500 Wagen. Es ist ein bisschen klein. Das ganze Areal hat übrigens 340 Hektar. Und der Breitspuranteil von der Bahnstrecke Stralsund-Sassnitz sind immerhin 24 Kilometer. Aber die Kilometer kriegst du auch recht schnell hin mit den ganzen Abstellgleisen.
Oh, und was ich jetzt gerade noch sehe, Finnland hat die gleiche Spurweite wie Russland mit 1520 mm. Sie haben insgesamt 5 Umfunkanlagen in riesige Gebiete sowie eine dedizierte Gefahrgüterwampe. Und natürlich eine Umspuranlage und diverse Wagen natürlich umzuspuren von Normalspur auf Breitspur und umgekehrt. Und sie hatten dafür sogar eine V60 in Breitspur. Ja, was man nicht alles lernt, wenn man ein bisschen auf Wikipedia rumguckt. Ne? auch noch ein interessanter Funfact: Das Weg- und Entladen der Schiffe ist zeitgleich passiert, aus Stabilitätsgründen. Also damit das Gewicht dann beides geht, immer gleich bleibt. Stell ich mir aber logistisch noch eine Challenge vor. Ah, und das sind dann wirklich auch doppelstöckig. Quasi unten rein und oben raus und umgekehrt. Und so in der jetzigen Form, wie wir sehen, ist er 1982 von der DDR gebaut worden für 2 Milliarden DDR-Mark. Sollte damals eigentlich die leistungsfähigste Fährverbindung sein für den Güterverkehr eben zur Sowjetunion und ist damals Sperrgebiet gewesen bis zur Auflösung. Muss ja klappen. Ja, und jetzt ist es irgendwie zeitweise so ein Friedhof. Also viele Gleise sind einfach schon mal demontiert. Dann wird es halt jetzt als Abstellung genutzt für Rollmaterial, was die Bahn verschrotten will oder verkaufen will. Beziehungsweise stehen sie halt dann so lange da, bis man es dann natürlich schon muss. Wenn sie dann so kaputt sind, da gibt es dann sehr interessante Videos auf YouTube. Eventuell finde ich da jetzt gerade mal eins, wo man dann echt Videos sehen kann. Sozusagen nebenan liegen die Breitspurgleise. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks ist der Betrieb kontinuierlich zurückgegangen. Die leeren Gleise zeugen davon. Nur noch selten landen hier Breitspurwagen an. Die insgesamt 24 Kilometer Breitspur werden von diesem Stellwerk aus gesteuert. Zum Rangieren der Breitspur-Güterwagen gibt es umgespurte DRV60. Die Baureihe 347 ist auch mit der in Russland üblichen Mittelpufferkupplung ausgerüstet. Seit einiger Zeit gehören die Anlagen zum Baltic Port Rail Mukra. Für den Weitertransport erhalten die Breitspurgüterwagen Normalspurdrehgestelle. Diese Wagen hier sind bereits zurückgerüstet und stehen wieder auf 1520 mm Gleisen. Mittlerweile seltene Bilder in unseren Zeiten. Zu DDR-Zeiten war Mukran hermetisch abgeriegelt und Sperrgebiet. Etliche Wachtürme sind auf dem 340 Hektar großen Areal noch erhalten. Auch aus dem Mukraner Normalspurteil hat sich die DB zurückgezogen. Eine DRV60 der EGP ist für Rangierarbeiten zuständig. Die riesigen Umladeanlagen von Breit- auf Normalspur oder umgekehrt werden nicht mehr gebraucht. Heute nutzt das DB-Stillstandmanagement die leeren Gleise. Thank you.
Die Gleise und Anlagen in Mukran sind heute weitgehend verwaist. Nur noch die Größe erinnert an den wichtigsten Fährhafen der untergegangenen DDR. Trotzdem ist Mukran mit 5 Millionen Tonnen Umschlagreich der drittgrößte deutsche Ostseehafen. Weiter gut im Geschäft sind die Fährverbindungen ins schwedische Trelleborg und ins dänische Rönne auf Bornholm. Die Anzahl der abgestellten Fahrzeuge des DB-Stillstandmanagements ist in den Jahren immer größer geworden. 155er und 151er warten auf Käufer oder auf die Verschrottung. Auch 140er sind noch mit dabei. Die Menge der abgestellten Fahrzeuge ist unüberschaubar. Ein trauriger Anblick. Dass alte Fahrzeuge durchaus noch nützlich sein können, zeigt dieser Zug. Eine ehemalige E42 der Reichsbahn rollt in den Anschluss nach Mukran. Da ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen und jetzt sind wir auch so wie schon da. Da geht es jetzt dann in den Fernhafen hier rein. Also ungefähr, ja, eine Viertelstunde Fahrt habt ihr ein bisschen verpasst, die wird jetzt mal ausgeschnitten. Und da werden wir dann jetzt auch gleich entsprechende Abstellungen dann sehen, was jetzt nicht traurig ist. Aber von der Trade TV, das war eine schöne Aufnahme. Also den, da schauen wir immer wieder mal Videos an von ihm. Bei der Gruppe, besser gesagt. Findest du immer so schade, dass deren Videos so kurz sind? Dass sie halt auf die DVD-Verkäufe halt hinplädieren. Was ich wie Retro ist heutzutage. DVDs. Wobei Stichwort DVDs, ich nutze jetzt doch wieder ein bisschen mehr. Denn ich habe mir die GameStar XL für ein Jahr abonniert. Da sind zwei DVDs dabei. Und am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass die Videos in einer schlechten Qualität sind, aber ja klar, macht ja auch Sinn. Weil auf einer DVD hast du halt nicht so viel Platz. Das sind ja keine Full-HD-Videos. Und da fängt es schon ab. Die ersten Looks hier. Ist eigentlich jemand von euch GameStar? Immer so in das Bild gefragt. Ab und zu schaue ich ja noch bei PC Games rein. Also früher habe ich mal alle zwei Hefte gekauft, PC Games und GameStar. Aber dann war es immer nur GameStar. Aber irgendwie sympathischer. Und da gab, vielleicht kann sich noch jemand erinnern, es gab dann immer noch diese als Bonus immer, wo sie im Office drin sind und da diese Office-Geschichten hatten. Wagen, was da hinten wieder dasteht. Es ist irre. Ah, und so viel könnte man davon noch nutzen. Und dann heißt es wieder, sie haben kein Rollmaterial. Und dann steht alles hier. Boah, es ist so ein riesen Gelände. Wahnsinn. Was das an Geld verschlingen muss, das Ganze hier irgendwie an Stand zu halten. Wobei tun es vermutlich eh teilweise nicht mehr anlassen, das, was sie hinrotten. Wahnsinn. Und da sind wir gerade im Bereich. Da finde ich schon einen Haufen Gleise hier. Irre. Und da hinten ist dann unser Ziel. Oje.
ganzen alten Loks hier. Ah, das tut ein bisschen weh. Also als Privatunternehmen, wenn du es jetzt irgendwie für gut Geld kaufen kannst, was ist, wenn du zum Beispiel jetzt nur drei brauchst, dann kaufst du halt sechs und dann hast du die anderen drei als Ersatzteilspender. Aber da hast du wenigstens nur Loks, die noch rumfahren können. Ist natürlich aus dem Umweltaspekt natürlich viel besser, wenn du die alten Sachen nutzt, als wenn du neue Loks baust. Teil sein, der hier elektrifiziert ist, wenn hier jetzt eh so wenig los ist. Also kommt Köf. So, da, unsere Destination. Ja, ich hoffe mal, die Fahrt hat euch gefallen. Als nächstes sind wir dann mal wieder in England unterwegs. Oder fast wie immer, mein Lieblingsland. Und jo. Ich wünsche euch was. So, ciao. Ich bringe jetzt mit dem was zum Anhalten. Wenn ich wohl gehe, wir stehen noch. Tschüss.